Recht herzlich willkommen zur 110. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier unterwegs und, oder sind schon da? Ne, wir sind schon da. Genau, Krasimir ist schon da. Der soll hier noch ein bisschen was handeln, damit wir ein bisschen Kohle kriegen, damit wir am Ende, sag schon, uns noch ein paar Soldaten für Sofia kaufen können. Ne? Das war unser Hauptziel momentan. 200, das hört sich doch gut an hier. Zack, weg. Honig ist billig, das können wir nicht machen. Erstmal verkaufen wir hier. Lohnt nicht, da ist ein guter Preis zu kriegen. Alles weg. Na, das ist jetzt nicht wirklich das Beste. Weiß nicht, ob wir jetzt eingekauft haben oder nicht. Der Wein geht auch weg und hier oben ist auch noch ein bisschen Holz drin. Ne? So sieht super aus, denke ich. Und dann kaufen wir zu, fangen wir unten an. Das lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt. 80 ist tiefer Preis und da geht er hoch. 171 Honig, das ist eine richtig gute Geschichte, denke ich. War 900 teuer? Ich glaube ja, ne? Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Hier würde noch was gehen. Und da ist das Geld schon alle. Und da gehen wir auf 44. So, 375 dazu, das ist schon eine Ecke. Ja, was ist hier passiert? Weiß ich nicht. Passt das? Keine Ahnung, egal. Gut, dann haben wir das da erledigt. Dann gehen wir zu unserer neuen Stadt, Maudessa. Und gucken zu, was wir da machen können. Sofia liegt bei 29,5. Das ist nichts. Das ist nichts, gar nichts ist das. Das ist so schade. Itzemir kann nicht. Kriegen wir da noch einen Reiter irgendwie jetzt hin? Hier müssen wir hin. Ein Hottemax könnten wir machen, aber hier unten steht schon wieder. Ja, das ist jetzt aber auch kein Pferd, ne? Mach den weg, ich will ein Pferd. Geht ein Pferd? Da ist ein Pferd. War ein Speer nicht. Kavallerie. Ja, ausbilden, machen wir. So, das ist zwar ein bisschen teuer jetzt gewesen, aber wir wollen ja da vorne irgendwie was erlangen in Sofia und dann müssen wir das dann mal so machen, ne? So, hier geht wieder was, aber wir haben nur einen gehabt, okay. Gleich teuer. Ja, hier der Honig. Zack. Und 134 wieder. Bei 26, das lohnt. 418, kriegen sie alles weg. 240, da können wir auch ein bisschen was machen. Das können wir gleich einkaufen. Hier können wir verkaufen, damit die Hütten warm kriegen. Da geht's auch schon runter. 26 weg. Ja. Komm, dann machen wir ein bisschen was weg hier. Oder? Oder auch nicht. Lass mal so, wie es ist. Gut, passt. Verkauft haben wir. Dann müssen wir kaufen. Lohnt nicht. Hier ist 110 billig. Ich glaube, das Salz ist auch günstig. Da geht auch noch was. So, 114. Oh, da geht richtig viel, ne? Das war es nicht. Fiel der Preis dann schon? Ja, der fiel tatsächlich schon. Gut, das ist nicht. Hier ist es noch, ne? Da geht noch was. 112 davon. Wunderbar. Dann geht die Reise weiter und wir gehen mal hier oben hin, da waren wir schon länger nicht mehr. Mal gucken, was da so los ist. Vielleicht werden wir da mal ein paar Rohstoffe los für viel Geld. Oh, macht der Löwe dann immer, ne? Gut. Ja, warum steigt er da nicht auf die Fähre, fährt den Fluss runter? Wäre doch vielleicht einfacher, oder? Oder fährt wohl nicht immer ein Schiff oder so, ne? Könnte sein. Was machen wir hier denn so? Achso, das haben wir ja, ne? Einen guten Preis. Zack, 280 weg. Da geht auch was. Nochmal 80 weg. Tuch haben wir nicht. Kann man gleich kaufen. Ich glaube, 180 war dann ein guter Preis. Aber das lohnt nicht, ne? Ne. Hier geht was auf jeden Fall mit 134. 40 weg. Hier geht auch was, damit die Hütten warm kriegen. Kohle rüber.
75 und hier oben passt. Was war jetzt mit Einkaufen? Hier war Einkaufen angesagt, ne? Ja, genau. 180 ist ein guter Preis. Zack, 80 dazu. Wolle steigt dann an, dann brauchen wir die auch nicht. Läuft, ne? Rest wäre Holz für 37 kaufen. Achso, wir sind schon im roten Bereich, ne? Dann wird das nix. Da können wir 325 Holz kaufen. Ab und zu ist ja mal was für 1860 irgendwo im Angebot, ne? Komm, nehmen wir mal mit. Mit So, Freuden. Reise geht nach da oben. Die stehen sich hier die Beine im Bauch. Bauwaren fehlen, na super, läuft, ne? Dann hier ist doch Holz, holt das mal. Und Steine gibt's hier auch in der Ecke. Könnt ihr doch so in den Wald gehen und holen. So, das ist schon mal erledigt. Erstmal verkaufen. Hier, da geht eigentlich was, aber nur zwei Stück, dann geht der Preis schon wieder hoch. Ja, lohnt nicht, ne? Zack. Auch nicht. Mach ich aber, damit ich einfach irgendwo ein bisschen Platz kriege, ne? 270, wir haben 180. Wohnt sich auch nicht. 144 hier, da geht was. Aber auch nicht ganz viel, ne? Wie sind's denn? Keiner? Keiner. Dann lassen wir es so. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht. So, hier ist noch günstig Gemüse einzukaufen. Aber wir haben keine Kohle. Alles klar, dann hat sich das auch erübrigt. Mit Ab in die Vergnügen. nächste Stadt. Und da schauen wir mal, was es da gibt. Jo. Erstmal wollen wir was loswerden. Salz, aber passiert auch schon gleich wieder, dass das nicht lohnt, ne? Da auch nicht. Hier auch nicht. Ja, das ist alles Pillepalle, ne? Ja, weg. Das geht Geht nicht. nicht. Das geht nicht. Dann gehen wir da ein. Und mal eine Nahansicht hier. Wow. Und ist da irgendwo einer? Ja, der, was macht der da? Frühsport oder was? Oh, jetzt geht die Sonne schon auf. Ah, habt ihr gesehen, wie schnell unsere Karawane da mit meinem Ort war? Gut, dann gucken wir noch mal rein. Oh, das ist natürlich 630 günstig. Brot ist, glaube ich, auch billig. Und das ist teuer, dass wir das verkaufen können, das Salz. Und Ton? Ne, Ton nicht. Ist auch Honig, nicht Ton, ne? Ton ist hier, aber Ton kannst du noch kaufen, wenn du willst. Lohnt sich noch. Das ist kein Preis. Ja, da ist wieder nix, ne? Haben wir wieder ein paar Mark nur, die wir handeln können. Dreieinhalb. Na hier, guck mal an, da kannst du nichts kaufen. Fünf Stück. Toll, ne? Ja, das war's dann schon. Kohle wieder alle. Zack. Exquisit. Nächste Stadt und danach gehen wir, wenn es klappt, nochmal zurück. Witzna. Vishna möchte gerne die 5 haben. Lohnt sich gleich. Da geht auch was. Oh, alles? Cool. Da geht auch was. Ah, hier ist schon ein bisschen besser mit Verkaufen. Neun Tück nur, leider. Lohnt nicht. Hier lohnt's, aber geht gleich hoch. Einer geht dann mal, ne? Und das war's. Wie viel Kohle haben wir? 33. Wo waren wir denn noch hier mit Einkaufen? Na, Früchte. Geht gleich hoch oder bleibt? Geht nicht. 92 bei 60. Hemden waren günstig. 900 ist teuer, ne? Genau. Oh, 60 Stück davon mitgekriegt. Cool, ne? Okay, da ist die Kohle dann alle. Gut, dann können wir aber gerade mal Mit zurückgehen und gucken, ob Freuden. wir da was loswerden wieder. Denn da ist das billig. Wir haben ein Minus da oben angezeigt. Das ist schon ganz schlecht. Ja, das lohnt auch nicht. Aber falscher Ort, ne?
würde ich mal sagen. Wollen wir gar nicht hier gucken. Gehen wir hier sehr unten nach Krakau. Andere Händler sollten mal was erwirtschaften hier, damit was wird, oder? Rote Zahlen können wir hier brauchen. Klingeling, wir sind da. Da geht was. Das lohnt nicht. Lohnt nicht. Da geht was. Lohnt nicht. Lohnt alle nicht. So, zukaufen. Ist Bier billig? Ich glaube ja, ne? 7 Stück dabei. Und 250 hier war auch billig. Und das lohnt nicht. Oder was ist dann über? So, dann gehen wir hier hin. Sehr wohl. Czernowitz. Gucken uns das weiter an. Wie es da los ist, ne? Ja. Gut, dann klicken wir rein und hier wäre ein super Angebot. Ah, geht aber auch schon gleich hoch bei 4. Rot ist günstig. 3er. Gleicher Preis. Das 120 ist, glaube ich, auch billig, ne? Haben wir 8er gekriegt. Hier geht das Obst weg. Komplett. Super. Das war teuer, ne? Aber da geht was. Das lohnt auch. Passt. Da geht auch was. Alle 4er weg. Das geht auch. Na, alle weg. Wow. Lohnt nicht. Und hier oben geht auch was mit dem Holz. 332 Holz. Gut, jetzt haben wir 76.000 gemacht. Das ist schon was, ne? Sehr dann gehen wir mal da wieder zurück und machen dieses Dreieck hier mal weiter. Ich glaube, das könnte sich rentieren. Ach, da unten, vielleicht hätte ich da noch was kaufen können. Naja, jetzt ist egal. Muss nur aufpassen, dass die Händler da nicht alles verbraten hier oben. So, da gehen die 4er weg. Hat sich gelohnt. Das Brot geht weg. Das ist, glaube ich... Ah, ne, fällt noch nicht mal das Bier mit... Gut. Alles weg. Das können wir kaufen. Machen wir auch gleich schon. Gut, war noch was zum Kaufen billig hier? Nein. Hier können wir noch was beikaufen. Oh, das ist ja... 22 Stück. Ja, das lohnt nicht. Machen wir mal 2 weg. Das lohnt. Für 3. Hier, damit die warme Hütten wieder kriegen. 7. Da oben. Machen wir 4 weg. Gut, dann die Reise weiter nach hier. Mit Vergnügen. Ja, da müssen wir nochmal handeln. 3 Einheiten haben wir. Wo sind sie denn? Jetzt mir geht erstmal nach, sofort nach Sofia. Wo ist Sofia? Da. Oh, die eine Einheit haben sie platt gemacht. Alles klar. Wollen wir denn noch 2 Einheiten? Vielleicht sind die aber auch von Moral abgehauen. Das kann auch noch sein, ne? Auf jeden Fall sind da 2. Vielleicht hätten wir die auch mal gerade hier auf die Strecke schicken können. Naja, jetzt ist zu spät. Das ist unser... Wo sind die denn jetzt gewesen dann? Okay. Aber die waren jetzt nicht da weg. Unser Händler ist woanders, ne? Oder? Ja, der war hier oben jetzt. Gut, da ist Krasimir. Gut, dann gucken wir hier gerade noch schnell rein, was wir noch verticken können. Ah, da geht nicht mehr so viel. Hier geht noch, aber auch nicht viel. Einer. Da können wir noch zukaufen. Da passt's. Das können wir verkaufen. Da können wir auch noch was verkaufen. Und das Holz lohnt nicht. Gut, was können wir einkaufen? Bier ist billig. 5 Bier. Ja, der Rest. 250.
Reihe. Und da, obwohl, da gibt es auch billigere im Angebot. Ja, aber komm. Passt schon. 80. Passt auch. Der Wein ist teuer. Gut, war es das. Aber ich würde mal sagen, hier soll die Folge dann auch erst enden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.